Leute, ich will euch diesen jungen Mann vorstellen. Sein Name ist Teddy. Teddy liebt das Good Life. Und was soll ich sagen? Das Good Life liebt ihn. Hier chillt er im September 2023 in seinem Apartment im The Mark Penthouse in New York City. Kosten pro Nacht um die 75.000 Dollar. Damit ist das The Mark eines der teuersten Hotels der Welt. Ja, Teddy gönnt sich gerne. Hier im Privatjet. Auf einem See in Norditalien. Zwischendurch gibt's Handshakes mit dem Papst. Und hier knattert er auf einer Harley in Richtung Sonnenuntergang. Teddys gesamtes Insta-Profil wirkt wie eine Art Traum oder Fantasie. Erst die absolute Gönnung und dann steht er auf einmal am Rednerpult der Vereinten Nationen in New York. Denn während er im The Mark für 75.000 Dollar pro Nacht absteigt, fordert er vor den Vereinten Nationen mehr Geld für Afrika. Teddy ist nämlich nicht nur CEO auf Good Life und Gönnung, Teddy ist auch Vizepräsident von Äquatorialguinea, ein kleines Land an der Westküste Afrikas, in dem es den meisten Menschen überhaupt gar nicht gut geht. Ein Land, in dem die Schere zwischen Arm und Reich so groß ist wie in nur wenigen anderen Ländern. Und die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Und das hat viel mit Teddy und seiner Diktatorenfamilie zu tun. Teddys Papa ist nämlich der dienstälteste Diktator der Welt, Teodoro Obiang Nguema. Er ist nicht nur Diktator, er ist auch Businessman. Gemeinsam mit seiner Familie hat er einen der effektivsten Scams überhaupt entwickelt, der ihm und seinem Sohn zu wahnsinnigem Reichtum verholfen hat. In der neuen Folge von Atlas zeige ich euch, wie es ist, der Sohn eines Diktators zu sein. Ihr erfahrt, wie eine einzige Familie ein ganzes Land auseinandernimmt und welche irre Rolle Michael Jackson in diesem ganzen Komplott spielt. Ich heiße Disney Khadiri and you've been hit by a smooth criminal. You've been hit by a smooth criminal. Wie ihr sehen könnt, ich bin zurück nach 2 Monaten Journalismus in New York und obwohl es richtig Spaß gemacht hat, dort ein paar Fernsehstücke zu machen, freue ich mich total, wieder bei diesem richtig coolen Format zu sein. Also, falls ihr noch nicht folgt, abonniert den Kanal, los geht's. Und als erstes schauen wir uns Teddys Heimatland mal genauer an. Denn Äquatorialguinea ist gleich auf mehreren Ebenen ein besonderes Land. Die Machthabenden von Äquatorialguinea wollen, dass das Land auf eine ganz bestimmte Weise gesehen wird. Und das zeigen sie unmissverständlich auf ihrem eigenen YouTube-Kanal. Die Message? Äquatorialguinea, ein reiches Land. Und das stimmt auch. Äquatorialguinea hat auf dem Papier eines der höchsten Pro-Kopf-Einkommen auf dem Kontinent. Dieses Geld haben sie durch den Verkauf von Öl verdient. Einer Menge Öl. Das Land gehört nämlich zu den größten Ölproduzenten in Afrika. Dieses Video zeigt eindrücklich, was Äquatorialguinea mit diesem ganzen Ölmoney anstellt. Zum Beispiel die neue Hauptstadt mitten im Regenwald, die so aussehen soll wie Real Life Wakanda. Und falls ihr euch fragt, hä? Neue Hauptstadt mitten im Regenwald? Ja, das machen auch andere Länder gern. Indonesien zum Beispiel. Unser Video dazu findet ihr hier oben. Aber zurück nach Äquatorialguinea und ihrer neuen Hauptstadt. Auf Seiten wie Booking.com kann man gut sehen, was das für eine Stadt werden soll. Das hier zum Beispiel ist ein Luxushotel, das aus 50 solcher 650 Quadratmeter Villen besteht. Das Ding ist, diese 50 Villen mitten im Regenwald stehen seit Jahren leer. Genau wie die meisten der wenigen Gebäude in der neuen Hauptstadt. Denn dieses ganze Projekt, diese ganze Stadt, baut auf einem riesigen Scam auf. Und der Grund, warum ich euch das alles erzähle, ist, es ist genau dieser Scam, der auch Teddys krassen Lifestyle auf Insta erklärt. Dieser Scam beschreibt aber auch das ganze Land. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Äquatorialguinea hat nämlich zwei Seiten. Es gibt hier diese ganzen Inseln. Die wichtigste ist aber die hier, Bioko. Hier konzentriert sich der Reichtum des Landes. Doch das ist eigentlich nur Show. Der Schein trügt. Denn auch das ist nur Teil dieses ganzen Scams. Das richtige Äquatorialguinea liegt nämlich fernab von dieser Insel. Und zwar hier auf dem Festland. Hier leben die meisten Menschen. Und hier ist so gut wie nichts von diesem Reichtum zu sehen. Der Fakt, dass die reiche Hauptstadt auf einer Insel super weit weg vom Rest des Landes ist, der beschreibt Äquatorialguinea ziemlich gut. Denn obwohl das Land eines der höchsten Pro-Kopf-Einkommen Afrikas hat, sind schätzungsweise 70 bis 80% der Bevölkerung verarmt. Und die Art und Weise, wie diese Schere zwischen Arm und Reich entsteht, ist ziemlich absurd. Hier kommen wir wieder zu diesem Scam und ganz konkret dazu, wie er funktioniert.
Okay, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, Korruption spielt hier eine große Rolle. Und ja, Äquatorialguinea ist unter den Top 10 der korruptesten Länder der Welt. Aber Äquatorialguinea übertreibt echt mit einer ganz speziellen Form von Korruption. Human Rights Watch hat das in einem ziemlich ausführlichen Bericht mal ganz gut beschrieben, wie Äquatorialguinea Korruption zur Kunstform gemacht hat. Und diese Kunst der Korruption schauen wir uns jetzt mal genauer an. Das ganze Geld, das das Land einnimmt, vor allem mit dem Ölgeschäft, davon gehen mehr als 80% in Infrastrukturprojekte, also in Schnellstraßen, Stadien, Paläste, neue Hauptstädte, sowas halt. Klingt ja erstmal ganz nice, wenn das staatliche Ölmoney wieder in das Land investiert wird. Aber das Ding ist, es gibt da einen Trick, wie man mit Infrastruktur ordentlich staatliches Geld klauen kann. Der geht so. Sagen wir, es geht um den Bau einer Brücke. Das kostet so 10 Millionen Euro. Aber dann stellst du der Regierung einfach 50 Millionen Euro in Rechnung und steckst die 40 Millionen, die danach übrig bleiben, einfach ein. Und hier kommt der Trick, der Grund, warum das alles nicht auffliegt. Die Firmen, die Äquatorialguinea für Infrastrukturprojekte engagiert, gehören zu Teilen einfach mal dem Präsidenten oder seiner Frau oder seinen Freunden und Freundinnen oder seinem Sohn Teddy. Die einzige Firma im ganzen Land, die Zement importiert, gehört sogar komplett dem Präsidenten und seiner Frau. Das bedeutet für unser Brückenbeispiel, die Präsidentenfamilie steckt durch ihre Firmen und Firmenanteile diese extra 40 Millionen Euro einfach ein. Und Infrastrukturprojekte gibt es in Äquatorialguinea sehr, sehr oft. Auch wenn sie völlig unnötig sind. Hier mal ein paar Beispiele. Das Land hat ein bisschen mehr als 1 Million Einwohner und Einwohnerinnen, aber 5 große Flughäfen. In der winzigen äquatorialguineischen Insel Annabon leben nur so 5000 Menschen. Aber die haben einen 112 Millionen US-Dollar teuren Seehafen, aber keine Highschool. Und damit sind wir bei dieser neuen Hauptstadt mitten im Regenwald, dem Real-Life Wakanda. Dem besten Beispiel für diesen Scam. Dieser ganze Scam basiert ja darauf, dass man die Öleinnahmen des Landes in die eigene Tasche stecken möchte. 2014 ist der Ölpreis aber ordentlich gesunken. Das Land hat dadurch viel weniger Geld eingenommen. Und das ganze Hauptstadtprojekt wurde einfach abgebrochen. Äquatorialguinea unterhält riesige Luxushotels irgendwo im Regenwald, während der Großteil der Bevölkerung so lebt. Sowas geht natürlich nur in einer beinharten Diktatur. Und das ist Äquatorialguinea. Das Land wird seit 1979, also seit 45 Jahren, von ein und demselben Diktator regiert. Das ist Teodoro Obiang Nguema. Kein anderer Diktator der Welt ist länger an der Macht als er. Doch selbst das macht ihn nicht zum Posterboy für die Korruption in seinem Land. Nein, der Titel geht an seinen Sohn, Theodorin Teddy Nguema Obiang. Denn nichts anderes symbolisiert die Korruption in diesem Land so gut wie dieser Insta-Prinz. Was uns zurück zu unserer anfänglichen Frage bringt. Wie ist es so, der Sohn eines unglaublich reichen und korrupten Diktators zu sein? Ich sag mal so, das hat durchaus seine Vorteile. Hier seht ihr eindrücklich einen der legendärsten Momente in der Musikgeschichte. Michael Jackson performt seinen Song Billie Jean und trägt zum ersten Mal seinen legendären weißen Handschuh. Dieser Handschuh ist mit Hunderten von handgenähten Swarovski-Kristallen besetzt. Dieser Handschuh markiert den Höhepunkt von Michael Jacksons kulturellem Hype. Er ist sein Markenzeichen. Okay, warte. Warum reden wir hier bitte über Michael Jacksons Handschuh? Naja, weil Prinz Theodorin Teddy Obiang sich den einfach mal gegönnt hat und weil dieser Handschuh für ihn sowas wie der Anfang vom Ende war. Kleiner Zeitsprung ins Jahr 2009. Michael Jackson ist gerade überraschend gestorben. Und Teddy Obiang entscheidet mal soeben, der größte Michael Jackson Merch-Sammler der Welt zu werden. Innerhalb ungefähr eines Jahres kauft Teddy so viel Michael Jackson-Zeug, wie er nur kann. Einen signierten Basketball für $247.000 zum Beispiel, einen MTV Music Award für $60.000 und halt den berühmten Handschuh für $160.000. Gleichzeitig lebt Teddy seinen Traum in den USA, in einer fetten Villa in Kalifornien und einer kleinen Armee an Hausangestellten. Gärtner und Gärtnerinnen, Küchen- und Sicherheitsleute, sogar ein Arzt für seine Fische. In Kalifornien gibt Teddy einen Haufen Geld aus, für Uhren, Autos und vor allem Party. Das Ding ist, irgendwann wurde die amerikanische Einwanderungsbehörde auf seinen krassen Lifestyle aufmerksam und dachte sich,
Was geht denn hier ab? Teddy Obiang ist Sohn des Präsidenten von Äquatorialguinea und zu der Zeit offiziell Landwirtschaftsminister mit einem jährlichen Gehalt von ca. 80.000 Dollar. Da stimmt doch was nicht. Woher hat der Typ das Geld für diesen ganzen Michael Jackson-Kram? Hier kommt der weiße Handschuh von Michael Jackson ins Spiel. Den hat sich die Behörde genauer angeschaut. Wie wurde der bezahlt? Doch nicht von Teddys Gehalt als Landwirtschaftsminister. Sie entdeckten ein kompliziertes Netzwerk aus Briefkastenfirmen, die Teddys Finanzen verwischen sollten. Aber beim Kauf von diesem Handschuh hat Teddy seine Spuren nicht gut genug verwischt. Und so kamen die Ermittlungen so richtig ins Rollen. Am Ende stellt sich raus, nicht nur Michael Jacksons berühmter Handschuh, dieser ganze Lifestyle, das riesige Haus, die Autos, alles hat Teddy mit gestohlenem Geld gekauft. Geld aus der äquatorialguineischen Staatskasse. Steuergelder. Geld, was die Familie durch diesen Infrastrukturscam gescheffelt hat. Geld, was eigentlich dem Volk von Äquatorialguinea gehört. Oder wie das amerikanische Justizministerium sagt, er plünderte schamlos den Staat aus und erpresste Unternehmen in seinem Land. Das alles, um seinen verschwenderischen Lebensstil zu finanzieren, während viele seiner Mitbürger in extremer Armut lebten. Die Behörden beschlagnahmten danach seine Traumvilla und einen 500.000 Dollar teuren Ferrari. Teddy musste die USA verlassen. Das Ding ist, Teddy ist der Sohn vom Diktator. Selbst als die amerikanische Justizbehörde hinter ihm her war, so richtige Konsequenzen hatte das alles für ihn nicht. Dieses ganze Drama mit den US-Behörden war im Jahr 2011. 2014 hat er einen Insta-Account gestartet und spätestens seitdem weiß die Welt, dass er lifestyle-mäßig nicht wirklich eingebüßt hat. Doch das, was die Behörden in den USA mit Teddy gemacht haben, das hat auch andere Länder inspiriert. In der Schweiz beschlagnahmte die Polizei mit dem gleichen Korruptionsvorwurf 2017 mal soeben 25 seiner Luxuskarren und seine 120 Millionen Dollar Yacht mit eingebautem Haifischbecken. Frankreich konfiszierte seine 100-Zimmer-Wohnung in Paris. Ja, ihr habt richtig gehört, eine Wohnung mit 100 Zimmern. Außerdem sagten sie noch einen Haufen Juwelen, Champagner und Silbergeschirr im Wert von Zehntausenden Euro ein. Oh, und 17 Sportwagen. 2017 verurteilte ein Pariser Gericht Teddy wegen Veruntreuung und Geldwäsche sogar zu 3 Jahren Haft auf Bewährung und einer Geldstrafe von 30 Millionen Euro. Und das alles im Grunde nur, weil Ermittler in den USA damals diesen einen weißen Handschuh von Michael Jackson untersucht haben. Okay, an dieser Stelle muss ich gestehen, ich habe ein bisschen übertrieben, als ich gesagt habe, dass dieser weiße Handschuh der Anfang vom Ende für Teddy war. Klar, es war das Ende von Teddys Dreamlife in Kalifornien und das Ende für mehr als 40 seiner Luxuskarren, aber das Ende für Teddy? Nicht wirklich. Das kratzt ihn offenbar nicht besonders. Als ihn zuletzt zum Beispiel ein Gericht in Paris verurteilt hat, postete er kurz darauf einen Videoclip in den sozialen Medien, wie er mit einem Motorrad durch die Hauptstadt Malibu braust. Also er zeigt sich dann wirklich demonstrativ unbeeindruckt. Außerdem hat Teddy als Diktatorensohn das ein oder andere Ass im Ärmel, um seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Als die Ermittlungen in Frankreich losgingen, ließ er sich erstmal schnell zum Vizepräsidenten seines Landes erklären, um diplomatische Immunität zu erhalten. Und seine 100-Zimmer-Wohnung in Paris ernannte er rückwirkend zur diplomatischen Vertretung des Landes, damit die Polizei sie nicht durchsuchen kann. Wenn ein Land dich also wegen Korruption anklagt, alles halb so wild, wenn du der Sohn vom Diktator bist. Diese Prozesse wegen Veruntreuung gehören für die Präsidentenfamilie ein bisschen zum Alltag. Sie sind bestimmt lästig, aber letztendlich lassen sich die Verluste auch immer wieder ersetzen, wenn man so reich ist. Okay, Kritik aus dem Ausland prallt an Teddy ab. Aber was ist mit der Bevölkerung? Wie stehen die eigentlich dazu, dass ihr Geld dazu genutzt wird, um auf Insta zu flexen? Tja, hier wieder ein Vorteil, wenn man der Sohn vom Diktator ist. Dann klärt Daddy nämlich das mit der Kritik im eigenen Land, und zwar Diktatoren-Style. Journalistinnen und Journalisten werden kaum ins Land gelassen, Radio und Fernsehen in Äquatorialguinea gehören der Präsidentenfamilie und die Opposition wird unterdrückt. Es gibt immer wieder Berichte, dass Andersdenkende gefoltert werden. Und diese Kontrolle über das Image von Teddy soll sogar bis zu seiner Insta-Kommentarspalte reichen. Guckt man sich auf Instagram die Kommentare neben den Protzfotos von Teddy Nguema Obiang an, dann gibt es da fast nur begeisterte Kommentare, sowas wie, du bist der Boss, du bist der Tollste und auch noch der tollste Politiker in Afrika. Das wird sicher auch selektiert, aber das zeigt auch, es traut sich einfach niemand, den Präsidenten oder seinen Sohn öffentlich zu kritisieren. Also um die Frage zu beantworten, wie ist es so, der Sohn vom Diktator zu sein? Ich sag mal so,
Wenn du Teddy bist, dann ist der Staat für dich sowas wie dein persönliches Girokonto. Du kannst dir Sportwagen kaufen, Villen, Yachten mit Haifischbecken und internationale Behörden können dir Dutzende deiner Sportwagen abziehen und das juckt dich nicht. Und wenn UN-Generalversammlung ist, dann gönnst du dir das beste Hotel in New York. Und die Leute feiern dich dafür sogar auf Instagram. Wenn die Zeit dann reif ist, wirst du irgendwann selbst zum Präsidenten deines Landes und das alles, ohne dich wirklich anzustrengen. Oh, und den weißen Handschuh von Michael Jackson, den du dir mit gestohlenem Geld gekauft hast, den die US-Behörden eigentlich beschlagnahmen wollten, den kannst du als Sohn des Diktators auch behalten. So, Habibis, an dieser Stelle habe ich noch eine Frage an euch. Was sagt ihr zum Thema mit seinem Reichtum auf Instagram angeben? Also wenn es jetzt keine Kriminellen sind oder Kinder von Diktatoren. Findet ihr Flexen okay oder peinlich? Ich tendiere ehrlich gesagt eher so zu peinlich, aber schreibt mir eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Vorher noch Kanal abonnieren und Glocke drücken, damit ihr kein Video mehr verpasst. Hier findet ihr unser Video über die brutale Diktatur in Eritrea und bei High Performer Henning geht es auch um sehr reiche Menschen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.